Ja, Henne, 2:0 verlieren wir hier heute beim KSC, scheiden in der ersten Runde des DFB-Pokals leider aus. Wie bitter ist das? Extrem bitter, da man bedenken muss, dass wir echt verdient ausgeschieden sind, gerade aufgrund der zweiten Halbzeit. Es passiert genau das, wovor der Trainer uns gewarnt hat. Wir machen unsere Chancen nicht und die stehen sehr tief, die spielen sehr destruktiv gegen den Ball, aber mit dem Ball halt schnell nach vorne mit Kontern, und wenn man es so betrachtet, sind beide Tore aus Kontern entstanden, und ja. Auch teilweise sehr ekliges Spiel, würde ich sagen. Gerade du wurdest auch ordentlich bearbeitet von deinen Gegenspielern. Hast du es auch so empfunden, dass es ein sehr intensives, teilweise hartes Spiel war? Ja, aber auch das wurde uns vor dem Spiel ja explizit gesagt und auch davor gewarnt. Und das ist uns klar. Es ist nur die Mannschaft aus der zweiten Liga, und ich denke, in der zweiten Liga geht es relativ oft auch so zu. Und ja, wir hätten den Kampf annehmen müssen, haben es aber nicht zu 100% geschafft und sind verdient ausgeschieden. Jetzt geht es ja zum Glück am Samstag schon weiter. Heute ist Montag. Zu Wien Wiesbaden geht es dann auch wieder, ein Aufsteiger aus der dritten Liga. Wollen wir schlagen, oder? Ja, auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz muss man unterscheiden, dass es eben zwei verschiedene Wettbewerbe sind. Wir haben eben keine Punkte liegen lassen in der Liga. Das ist das einzige Positive heute. Und dementsprechend müssen wir morgen analysieren und danach abhaken und in Wien auf jeden Fall gewinnen.